15, das heißt natürlich Quizduell Live-Zeit. Mein Name ist Jan Tauer, ich führe euch heute durch die Show. Macht das nicht alleine mit der guten, jungen Christina. Hallihallo, ihr Lieben. Geht's dir gut? Alles super, ich freue mich aufs Quiz. Gute Fragen, schwere Fragen heute. Auf jeden Fall. Hast du gesehen, wie viele Rettungsringe dort gerade im Chat waren? Wahnsinn. Ja, viele. Und wie macht man sie? Helft uns. Ich drehe gleich völlig durch. 12 Fragen, haben wir einen super Fragenmix für euch vorbereitet. Und bis Frage 7 könnt ihr den Rettungsring benutzen. Von daher ist das auch toll, dass ihr alle den im Chat schickt. Verfolgt uns gerne auf Instagram. Vergesst das nicht. Da gibt es immer ein paar schöne Tipps und Tricks. Und da könnt ihr auch uns folgen, der Christina folgen, die hat immer was Tolles vorgelaufen. aber folgt uns da gerne, das macht auf jeden Fall Spaß und das ist auch schön, mal ein bisschen anders zu sehen. Nicht immer nur hier vor der Kamera, sondern auch mal, was wir hinter den Szenen so machen. Preisbot, den haben wir heute auch und zwar sind das sage und schreibe 50.000 Coins. Liebe Leute, da könnt ihr viel von kaufen in der App. Und die Woche wird auch toll. Morgen zum Beispiel haben wir ein Star Wars Quiz. Warum, Christina? Weil morgen der 4. Mai ist und man sagt, May the 4th be with you. Genau, und das wird der, genau, richtig, May the Force be with you, und das wird der Winst machen, und hoffentlich hat er auch eine schöne Verkleidung, als kommt er vielleicht als, wie heißt denn überhaupt die Figuren? Darth Vader? Darth Vader oder dieser Chewbacca, man weiß es nicht. Wenn ihr das auch geschafft habt, dann am Sonntag haben wir Wochenfinale, und da reichen euch diesmal nur 20 richtige Antworten, 400 Euro Preiswort und 2 Rettungsringe für jeden. Verpasst das bloß nicht am Sonntag, das macht die Christina. Genau, dann regnet es Rettungsringe. Also auch eine wunderbare Woche vor uns. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie viele Leute heute mitspielen, wie viele heute gewinnen. Und das Quiz ist nicht leicht. Ich sage es jetzt schon mal. Deshalb volle Konzentration. Haltet zusammen im Chat. Helft euch gegenseitig auch mal. Ne? Wenn ihr was wisst, helft den anderen. Da würde ich mich sehr freuen. Okay, ich hoffe, es geht euch gut. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Ich drücke euch die Daumen. Viel Glück. Was passiert mit Nudeln, wenn man sie al dente kocht? Sie sind bissfest, sie sind trittfest, sie sind sattelfest oder hitzefest. Jetzt habe ich alles von hinten nach vorne. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Tut mir leid, aber das ist zum Glück bei der ersten Frage. Das kriegt ihr auf jeden Fall noch hin. Wir haben überlegt, das kommt wahrscheinlich al dente, was das genau übersetzt heißt. Dente, dent ist ja irgendwas mit Zahn. Genau, richtig, mit Zahn, das und haben wir auch überlegt. Das andere weiß ich nicht. Ja. Naja, ist auf jeden Fall, sie sind bissfest auf jeden Fall, das ist die richtige Antwort. Und das wussten 9789 Leute. Sehr gut, das gefällt mir, dass fast alle das wussten. Frage 2 und jetzt bitte Konzentration, weil man kann sich da vielleicht leicht vertun, obwohl das einfach ist, aber das solltet ihr können. Wie viele Lungenflügel besitzt der Mensch? 2, 1, 4 oder 6? Lungenflügel. Nicht zu. Christina, du bist doch hübsch, schreibt jemand. Das ist ja nett. Das ist nett, dankeschön. Christina, wo sitzen denn die Lungen? Die sitzen im Brustkorb. Richtig, genau hier. Und man hat quasi sitzen die in den Rippenbögen, unter den Rippenbögen. Ich glaube ja, irgendwie wir so. Wir haben ja 2 Seiten. Also 1, 2, 2. So einfach ist das. Und das wussten 9520 Leute. Sehr gut. Wir haben ein paar an 4 verloren. Das wäre ein bisschen viel. Weiter geht's zu Frage Nummer 3. Und da geht es um Möbel im weitesten Sinne. Der Werbeslogan von IKEA lautet: Wohnst du noch oder schraubst du noch? Was? Couchsurfst du oder lebst du schon? Oh Gott. Nur Zungenbrecher heute. Richtige Zungenbrecher. Bei IKEA, da schraubst du noch, das könnte eigentlich gut passen, weil ich habe immer das Gefühl, die Dinger werden nie fertig, die IKEA-Möbel. Die sind nie fertig, da ist immer irgendeine Schraube zu viel oder zu wenig. Ich bin gut in IKEA-Möbel aufbauen, also wenn jemand Hilfe braucht, dann könnt ihr euch an mich wenden. Ja, ich. Ich bin der Profi. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ist auf jeden Fall gesucht und das wussten 9240 Leute. Klasse. Frage Nummer 4. Gibt es ein Bild? Schaut ganz genau hin. Oh, schöne Kunst. Schöne Kunst. Frage dazu. Von welchem Streetart-Künstler stammt dieses Werk? Agit, Blue, Blanksy oder Watts? Und ich sehe es auch schon im Chat. Und ich habe es schon sehr oft gesehen. Was wir suchen, ist ein Synonym eines britischen Streetart-Künstlers. Wurde anfangs in Bristol und in London bekannt und Christian, du darfst es verraten. Wer ist es? Blanksy. Richtig. Blanksy. So sieht's aus. 8.935 Leute wussten das. Wow. Sehr gut. Frage Nummer 5. Ich glaube, das kriegt ihr auch noch hin.
Viel Glück. Welches der folgenden Länder nahm nicht am Warschauer Pakt teil? Griechenland, Ungarn, Tschechoslowakei oder Polen? Ja, jetzt muss man natürlich wissen, was ist das überhaupt gewesen? Und das war ein von 1955 bis 1991 bestehender militärischer Beistandspakt. Und ja, eigentlich viel Ostblock, will ich sagen, war dabei. Aber dass dann das nicht dabei war, war Griechenland. Da haben wir trotzdem 1200 verloren. Ja. Rettungsring bitte benutzen, den könnt ihr noch benutzen, liebe Leute. Von daher nutzt den bis Frage 7. Frage Nummer 6. Gibt es eine Flagge? Was ist das? Kenia? Kamerun, na gut. Mhm. Zu welchem Kontinent gehört dieses Land? Afrika, Europa, Südamerika oder Asien? Oh. Jetzt muss man natürlich wissen, erstmal, welches Land das ist, ne? Genau, jetzt muss man erstmal muss ja so ein bisschen um die Ecke denken, aber deshalb sind wir schon bei Frage 6. Und das Land, das wir gesehen haben, war, Christina? Kamerun? Richtig, und das liegt in? Afrika. Richtig, das ist korrekt, 7.004. Wow, das war viel zu einfach, merke ich gerade. Super Arbeit. Frage Nummer 7 ist die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring benutzen könnt. Vergesst das nicht, danach seid ihr auf euch allein gestellt. Und da, vor der Frage 7 gibt es auch ein Bild. Genau. Mhm. Was ist das, ein Bassschlüssel? Wie heißt dieser Notenschlüssel? Tenorschlüssel, Violinschlüssel, Altschlüssel oder Bassschlüssel? Ich glaube, also ich bin jetzt nicht der super Musiker hier, aber ich weiß, dieses, der Punkt quasi, der liegt ja immer auf dem F-Schlüssel. Mhm. Haben wir in der Schule gelernt. Sehr gut. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt, ganz ehrlich. Aber richtige Antwort ist Bassschlüssel. Ich habe das schon sehr auf dem Chat gesehen. Sehr gut. Ihr 6752 benutzt die 8. Frage und dort könnt ihr den Rettungsring nicht mehr benutzen. Deshalb drückt nicht zu schnell, konzentriert euch und denkt ganz genau nach. Frage 8. Wer sind die Dioskuren in der griechischen Mythologie? Achilles und Patroklos. Odysseus und Penelope, Jason und Medea oder Castor und Pollux? Wow, der Chat ist so schnell, ne? Ich bin heute geht's echt. Wow, der Chat ist schnell und vor allem richtig heute. Das gefällt mir super, dass ihr euch gegenseitig helft. Darunter versteht man die Halb- und Zwillingsbrüder Castor und Pollux. Und das wussten, guck mal, 3908 Leute. Schön. Mit euch geht's weiter zu Frage 9 und dort haben wir wieder ein Bild. Was wächst hier? Weizen, Gerste, Roggen oder Hirse? Hier muss ich ja sagen, für mich sieht das alles gleich aus. Ja, also, ja. Ich würde auch sagen, es ist ein Kornfeld, hätte ich gesagt. Genau. Kornfeld, hätte ich gesagt. Aber der Chat ist zwischen Weizen und Gerste am Switchen. Aber die richtige Antwort hier ist Gerste. Wie viel wussten das? Wie bei Weizen aus, ja, auch finde Weizen und Gerste sieht genau gleich aus. Ja, die sehen sich schon ähnlich. Es war aber Gerste, was wir gesehen haben. 3 Fragen sind noch da. 50.000 Coins im Preisbot. Frage Nummer 10. Wofür steht der Begriff Nimrod? Jäger, Drache, Kaiser oder weiser Mann? Hm. Schreiben wir, Leute, dass wenn die Frage kommt, dann geht der Chat nicht. Aber ihr müsst daran denken, dass wenn die Frage kommt, dann muss der Chat ja auch antworten. Dann können die ja nicht gleichzeitig schreiben. Genau, genau. Nimrod, hebräisch für Jäger. Oh, da haben wir jetzt aber die Hälfte verloren. 1121 Leute geben uns in die letzten 2 Fragen. Kommt, Leute, Konzentration, das kriegt ihr hin. Frage 11. Aus welchem Land stammt der Schriftsteller Chingis Aitmatov? Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan oder Mongolei? Die Länder liegen alle sehr oder relativ nah beieinander. Der Herr verstarb leider 2008 in Nürnberg. Geboren ist er aber in Sheka im Talastal. Und Christina, wo liegt das? Kirgisistan. Richtig. 430 Leute haben wir noch dabei und ihr gebt uns in die letzte Frage. Frage Nummer 12. Wovor hat man Angst, wenn man unter Akrophobie leidet? Blumen, Gewitter, Höhe oder Spinnen?
Könnt ihr mal schreiben, ob ihr vielleicht auch Angst davor habt? Oder vor was anderem? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wo könnte das denn, weil ich wusste die richtige Antwort, ich habe es noch ein bisschen nachgeschaut. Wo kommt das her? Kann das von Akrobat kommen, wenn man irgendwo was, so akrobatische Sachen macht, in der Höhe vielleicht? Ich weiß. Jemand hat Angst vor Fragen. Angst vor Fragen, sehr gut. Dann bist du hier genau richtig. Höhenangst ist auf jeden Fall richtig. 224 Leute wussten das. Wir geben euch unseren Instagram-Link. Folgt uns da gerne. Guckt mal, was es zu gewinnen gibt. Und zwar 224 Coins, liebe Leute. Und wir gucken mal, welche von euch tollen Quizern heute gewonnen haben. Unter anderem Löwenzahn, Heiko Gladiator, Borkenkäfer 11 in der FTW, Kingpin Reloaded, Hastinet 4, Flush 100, Aneo Woge, Onside Linne 26 und Mariliam. Herzlichen Glückwunsch und alle, die heute mitgespielt haben, vielen herzlichen Dank. Schalte morgen ein. Star Wars Quiz. Christina, tolle Arbeit heute, muss ich sagen. Danke dir, Jan, und danke an den lieben Chat heute. Super. Heute eine super Stimmung hier. Wollte ich gerade sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Da bin ich ja mal durchgekommen. Wobei ich sagen muss, das mit dem Schriftsteller war auch mehr geraten. Da hätte ich jetzt auch spontan gar nicht gewusst, wo der überhaupt herkommt. Ja, dann kann ich mir mal wieder ein paar Rettungsringe kaufen, wenn man den 27, die ich habe, ja nochmal zur Neige gehen. Das wird zwar jetzt nicht gerade gleich der Fall sein, aber da komme ich garantiert nochmal in die Bredouille dann. Ja, mal gucken. Ja, und jetzt ging ja das Quiz mal relativ sauber durch. Im Gegensatz zu den anderen Tagen. Aber jetzt auch bei dem Sportquiz viel zu viel Werbung. Das haben sie ja dieses Mal wenigstens dann sein gelassen. Na gut, dann würde ich sagen, was, Donnerstag? Ist jetzt nicht, müsste nicht morgen auch nochmal irgendwas sein? Na gut, vielleicht habe ich auch was nicht mitgekriegt. Na, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.